Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: In jenen Tagen nach in großer Not wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert. Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken kommen sehen. Und er wird die Engel aussenden und die auf ihm Auserwählten aus allen vier Windrichtungen zusammenführen, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Lernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum. Sobald seine Schweige saftig werden Blätter treiben, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso sollt ihr erkennen, wenn ihr da all das geschehen seht, dass das Ende vor der Tür steht. Amen. Ich sage, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles eintrifft. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Doch jeden Tag, jede Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel. Nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Aus dem Raum weit hinten kam ein blauer
Raum herrschte Stille. Keiner der anwesenden Menschen sagte ein Wort. Der Mann gab die Geige dem Axionator zu. Mit leiser Stimme fragte der Axionator: Was wollt ihr jetzt für diese Geige bieten? Er hielt sie mit ihren Bogen hoch. 1000 Hörne, Euro, Hörne 2, 2000, wer macht daraus 3? 3000 Euro. Und für 3000 Euro wurde die Geige versteigert. Das Publikum jubelte. Einige hatten Tränen in den Augen. Wir verstehen es einfach nicht, sagte sie. Was hat ihren Wert verändert? Was hat ihren Wert verändert? Leise kam die Antwort. Die Berührung des Hahn des Meisters. Die Berührung des Hahn des Meisters. Liebe Gemeinde, liebe Kinder, was wird die Geschichte uns heute sagen? Viele sagen uns, ich höre viel in Schule auch, du kannst das nicht, du bist nicht so gut. Ältere Leute auch, große, die haben alle gehört, dass du bist nicht so gut genug. Und dann sagen wir immer wieder das Hören, wir glauben das, ich bin nicht gut genug. Aber Gott ist der Meister. Er berührt uns, wie der Mann die alte verstaubte Geige. Er weiß, wie wertvoll du wirklich bist. Der Mann hat auf der Geige nicht einfach losgespielt. Er hat sie sauber gemeint und gestimmt. Dann hat er gespielt. Liebe Gemeinde, liebe Kinder, das ist das Wort hier. Wenn wir immer wieder kommen, einmal im Woche oder einmal im Monat, wenn wir kommen, dass der Ort der Meister da ist. Und wenn wir kommen, dass wenn wir traurig sind oder wertlos bist, und dann wird vielleicht dir sagen, dass du unbrauchbar bist. Wenn wir mit diesem hier kommen, der Meister berührt uns. Er kommt zu uns. Er sagt zu uns, nein, ich habe dich erschaffen. Du bist nicht wert und schwiege dich. Wenn wir heute